Hallo und willkommen zum Topspiel der zweiten Bundesliga am 10. Spieltag der zweiten Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gegen Greuther Fürth. Fortuna Düsseldorf, der Absteiger aus der ersten Liga, momentan nicht wirklich erfolgreich. Der 13. Platz ist momentan der Stand in Düsseldorf. Und Greuther Fürth ist momentan Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Gespielt wird in Düsseldorf. Und ja, Düsseldorf erhofft sich dann langsam wieder Punkte einfahren zu können, auch gegen diesen größeren Gegner. Und ja, Greuther Fürth will einfach nur den ersten Platz behalten. Hier der Schiedsrichter Harald Fimmler. Und ja, hier die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Giefer im Tor, Levels, Bruno, Soares, Maletz und Ramirez. Die Verteidiger, Bocek, Fink. Im zentralen Mittelfeld Reisinger rechts, Lamberts links, Kenia im offensiven Mittelfeld Umbasse, der Stürmer. Hier die Aufstellung von Greuther Fürth. Hesel im Tor, der Österreicher Brosinski Linksverteidiger, Kraus, Mavrik und Gieselmann die andere Verteidiger. Und dann das Mittelfeld zu Carlo und Spaff, Weiland rechts, Stieber links, Modrinski und Asemi im Sturm. Modrinski dann die Veränderung zum letzten Spiel. Jetzt der Anstoß. Asemi, Zuccalo. Auf Spaff. Stieber. Kommt dann zur Flanke, allerdings kein Problem für die Verteidigung von Düsseldorf. Und jetzt Spaff. Verliert den Ball gegen Reisinger. Der dann nochmal abstopft und dann den Pass spielt auf Fink. Der aber direkt den Ball verliert, jetzt Weiland. Auf Modrinski. Der verliert auch den Ball. Jetzt Lamberts. Reisinger. Nur mit Fehlpass. Bosse am Ball. Der Neuzugang von Augsburg, glaube ich. Zuccalo auf Stieber. Oh, da startet der Stürmer, aber wird nicht gesehen. Jetzt Gieselmann. Zieht nach innen. Verliert dann den Ball gegen Reisinger. Der stoppt wieder ab. Kenia. Und der gerade sogar in der Verteidigung unterwegs ist. Bocek. Schickt dann Bosse, der den Ball nicht optimal annimmt. Und dann verliert Stieber jetzt auf Modrinski. Asemi. Auf Stieber. Und Stieber raus auf Gieselmann. Der stoppt dann lieber mal ab. Kenia attackiert ihn nämlich. Aber schön gelöst. Jetzt Mavric. Oder Mavratsch. Mavra. Spaff. Weil ihr den Ball. Jetzt Reisinger am Ball. Auf Fink. Der versucht Bosse zu schicken. Allerdings ohne Happy End. Jetzt führt über Weiland. Der auf Zuccalo spielt. Raus auf Brosinski. Der Neuzugang von Duisburg, weil Duisburg ja nicht die Lizenz bezahlen konnte für die zweite Liga und somit jetzt in der dritten spielt. Modrinski. Wobei eigentlich Duisburg tiefer anfangen sollte, aber da Bayern, Schalke und Dortmund finanziell geholfen haben, hat es dann für die dritte Liga doch noch gereicht. Und jetzt Ramirez auf Reisinger. Auf Levels raus. Der verliert dann den Ball gegen Stieber und Stieber macht das jetzt ein bisschen schneller hier. Modrinski, der kann rausspielen, aber lässt sich wieder zu viel Zeit. Der spielt jetzt raus auf Brosinski. Brosinski verliert dann den Ball gegen Lamberts. Und Lamberts geht. Lamberts geht, hat Zeit, wird gar nicht richtig angegriffen. Könnte jetzt Spiel abspielen. Ja, und spielt einen schlechteren Pass, der dann ins Aus geht. Und somit Abstoß für Greuther Fürth. Hesel führt dann aus. Kurz auf Zuccalo, nee, ja doch auf Zuccalo. Raus auf Brosinski, der könnte jetzt schicken. Ah, also den Außenmittelfeldspieler schicken, aber macht's nicht. Zieht wieder nach innen. Und ja, Spaff. Zuccalo. Raus auf Stieber. Der auf Gieselmann. Der dann die Ecke rausholt. Schön gemacht.
So, jetzt gibt es Ecke für Greuther Fürth. Stieber wird sie treten. Ein bisschen kurz geraten. Jetzt Modrinski könnte einfach mal schießen, macht es aber nicht. Sukalo dreht sich sehr schön, aber legt sich mal ein bisschen zu weit vor im 16er. Jetzt Spaff. Behauptet erstmal den Ball auf Sukalo. Der spielt raus auf Stieber. Stieber auf Asemi. Asemi. Ah, da hatte Asemi Zeit ohne Ende, aber macht nichts raus und Lamberts holt sich seinen Ball wieder. Jetzt raus auf Ramirez. Der hat ein bisschen Platz. Greuther Fürth kommt einfach nicht an den Ball. Jetzt verliert dann Baus den Ball gegen Spaff. Spaff klärt erstmal, aber so kommt wieder Düsseldorf an den Ball. Jetzt mit Ramirez einer Flanke. Suboptimal, aber dann schön noch nachgesetzt und jetzt Bosse verliert den Ball. Muss man auch mal früher schießen. Ja, und das war jetzt gerade fast richtig schlecht gemacht, aber gerade noch Glück gehabt. Jetzt Stieber. Schön am Gegenspieler vorbeigelegt. Aber dann zu lange am Ball geblieben und verliert den Ball dann. Jetzt Bosse. Raus auf Reisinger. Ja, auf Boczek. Und der Pass von Boczek wird ein bisschen zu lang und fällt ins Aus. Jetzt Stieber mit dem, Gieselmann mit dem Einwurf auf Stieber. Jetzt wieder Stieber am Ball. Der auf Spaff. Und jetzt Gieselmann verliert den Ball gegen Levels, der dann den Ball dann wieder ins Zentrum spielt. Und Jasper Ossé könnte da seinen Mitspieler schicken, macht es wieder nicht. So wie jeder Spieler hier. Und jetzt der Pass. Nicht gut gespielt. Sukalo holt sich den Ball. Weiland. Weiland raus auf Sukalo. Der auf Modrinski. Und jetzt hat Modrinski ein bisschen Zeit, aber lässt zwei Gegenspieler doch stehen. Und dann verliert er den Ball, weil er zu lange am Ball bleibt und keine Ahnung, was er da wirklich versucht hat. Reisinger am Ball. Auf Fink. Fink versucht dann Reisinger zu schicken, aber Greuther Fürth hat aufgepasst. Jetzt Marfatsch am Ball. Hesel klärt. Boczek ist jetzt für Düsseldorf am Ball. Spielt auch keinen Pass. Doch, jetzt spielt er raus auf Levels. Dann ist Greuther Fürth aber wieder da. Klärt zum Einwurf. Was Levels auch direkt ausführen möchte. Auf Kenia. Oh, da verliert Kenia direkt den Ball. Jetzt Kraus. Asemi und der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Zur Halbzeit steht es 0:0. Und ja. Wir haben eine erste Halbzeit gesehen mit nicht wirklichen Höhepunkten. Wir haben einen Schuss, der war von Gieselmann. Das kann man aber nicht Schuss nennen. Das war eine Flanke, die dann zum Eckball geklärt worden ist. Und ja, ansonsten hat Greuther Fürth mehr Ballbesitz. Und ja, die Passgenauigkeit bei Greuther Fürth stimmt auch besser. Ansonsten haben wir nichts gesehen. Und ja, dann starten wir die zweite Halbzeit. Da wechselt auch Greuther Fürth direkt aus. Füllkrug kommt rein für Asemi. Und Düsseldorf hat Anstoß. Bosse auf Kenia und Kenia dann auf Fink. So. Zweite Halbzeit fängt an. Reisinger. Geht da an Stieber nicht vorbei. Kenia. Auf Boczek. Ramirez jetzt. Schickt Fink. Fink verliert dann den Ball und der Ball wird geklärt. Einwurf für Düsseldorf. Ramirez wirft auf Lamberts, der ein bisschen weit zurückgeht. Jetzt Ramirez wurde geschickt, aber der Ball geht doch ziemlich ins Aus. So hat Brosinski jetzt den Einwurf gemacht für Fürth und Weiland ist am Ball. Da verliert er den Ball im Mittelfeld. Jetzt Bosse. Das hätte er eigentlich auch schöner und schneller machen können. Und dann dieser schlechte Pass wieder von Bosse
Gieselmann auf Mavratsch. Mavratsch auf Hesel. Und der klärt es dann, aber nicht wirklich gut. Füllkrug wollte den Ball sich holen, aber Reisinger ist in den Ball. Und Füllkrug kämpft um den Ball und holt sich den dann auch. Jetzt Weiland. Auf Sukalo. Der auf Brosinski. Und Brosinski geht dann ziemlich lange mit dem Ball, bis er ihn dann verliert und Düsseldorf wieder aufbauen kann hier. Gieselmann am Ball. Und jetzt wieder Kenia. Der verliert aber den Ball wieder gegen Spaaf. Und jetzt Kraus. Raus auf Stieber. Der wieder auf Spaaf. Spaaf bleibt erstmal am Ball. Jetzt Modrinski. Modrinski. Und dann spielt er auf Spaaf. Und der spielt auf Füllkrug. Spaaf auf Füllkrug. Und Füllkrug hat Zeit. Und jetzt kommt vielleicht ein guter Angriff über Brosinski. Nee, Düsseldorf ist wieder da. Klärt zum Einwurf. Und noch ein Wechsel. Spaaf raus und Förstner rein. Düsseldorf hat Einwurf. Warum? Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber okay. Jetzt Fink am Ball. Und Modrinski versucht ihn dann abzugrätschen, aber kommt nicht dran. Fink wieder am Ball. Bocek. Raus auf Levels. Ja, ich würde sagen, Greuther Fürth verteidigt schon ein bisschen besser als wie Düsseldorf. Allerdings passiert hier nichts wirklich Nennenswertes. Kaum ein richtiger Torabschluss, wenn überhaupt einer gezählt wurde. Ansonsten nichts, aber jetzt vielleicht über den Angriff über Lamberts. Da hätte er doch flanken können. Aber ja. Verliert, wartet dann so lange, bis er den Ball verliert. Und ja, so geht das Spiel dann schon die ganze Zeit. Jetzt Sukalo auf Mavrasch. Sukalo wieder. Raus auf Weiland. Der auf Modrinski. Dann ist Modrinski alleine. Auf Förstner. Stieber. Spielt einen schönen Pass auf Gieselmann. Und jetzt Gieselmann. Ah, da legt er sich den Ball weit vor und Bocek holt sich einfach den Ball. Und Förstner jetzt am Ball für Fürth. Stieber. Auf Förstner. Förstner macht das sehr schön. Jetzt Füllkrug. Oh, da setzt er sich sehr schön durch. Und warum dieser Pass dann am Ende? Aber okay, jetzt kann Fürth, muss das nicht schnell machen. Ist nämlich eine sehr gute Situation. Und jetzt kommt Ben Schopp für Borsier rein bei Düsseldorf. Aber eine sehr gute Position. Entweder wird Stieber den treten. Ja, Stieber tritt. Und ein sehr schönes Freistoßtor. Oh, der hat genau gepasst. Stieber mit dem ersten Schuss aufs Tor. Gleich ins Tor. Und dann steht es 1-0 für Greuther Fürth. Nach diesem schönen Freistoß. Der hat genau gepasst. Die Mauer springt gar nicht. Und so kommt Giefau nicht mehr an den Ball. Und ja. Sehr schönes Tor von Stieber. Und somit 1-0 für Greuther Fürth. Düsseldorf muss jetzt was machen. Muss mehr investieren und so werden vielleicht mehr Räume hinten offen für Greuther Fürth. Jetzt Weiland. Verliert dann den Ball. Ramirez für Düsseldorf auf Bocek. Da ist alles frei, das sieht er. Jetzt Lamberts. Was macht Lamberts? Wartet wieder ein bisschen lange, bis er dann versucht zu flanken und dann schlecht verteidigt. Bocek mit der schlechten Flanke ins Aus. Und Auswechslung, Reisinger raus und Giannotas kommt rein auf der Seite von Fortuna 95. Und jetzt nochmal führt über Brosinski. Oh, das war schön gefightet von Düsseldorf, aber hat am Ende dann doch nichts gebracht. Und jetzt Weiland auf Brosinski. Brosinski auf Sukalo. Der wieder auf Weiland. Sukalo. Auf Modrinski. Schön, jetzt im Doppelpass mit Sukalo. Jetzt könnt ihr rausspielen. Macht er auch. Ach, das war sehr schön gespielt. Weiland verliert dann den Ball und wieder Einwurf für
weiter führt. Dann den Einwurf auf Sucalo. Sucalo, oh, da verliert den Ball. Jetzt Düsseldorf über Benchop, der eingewechselte Stürmer. Auf Fink. Fink, einen schönen Passversuch auf Botzek, aber kommt nicht an. Fürth kann klären und holt sich dann auch direkt in der eigenen Hälfte wieder den Ball. Modrinski zurück auf Mavric oder Mavrac, Fürstner. Auf Modrinski. Und ja, Modrinski bleibt erstmal auch am Ball. Kämpft sehr schön und jetzt Stieber draußen am Ball. Verliert dann aber den Ball und Düsseldorf klärt zum Einwurf. War ein bisschen hektisch, glaube ich. So. Fürstner kann den Ball nicht annehmen, aber kommt trotzdem noch zu, auf Umwegen zu Sucalo. Das Publikum wird lauter. Und jetzt Fürstner. Ah, verliert auch wieder den Ball. Giannoudias auf Kenia. Kenia, jetzt vielleicht die letzte Chance für Düsseldorf in der 90. Minute. Ioannidis. Raus auf Kenia. Ja, da blockieren sich die Fürth-Spieler selber. Und die können euch klären, Fürth. Und dann klärt Fürth nur zur Ecke. Also nochmal eine gefährliche Situation und wahrscheinlich auch die letzte in dem Spiel. Die Ecke von Düsseldorf. Ziemlich kurz getreten und dann der Ausgleich in der 90. Minute durch Bruno Soares. Das ist bitter für Greuther Fürth. Hätte man da den Ball früh genug geklärt, hätte man hier 3 Punkte mitgenommen. Und so bleiben es jetzt nur noch 1 Punkt, den man hier mitnimmt. Da bin ich mir sicher, der Schiedsrichter wird nach dem Anpfiff abpfeifen. Da sehen wir nochmal. Auf Umwegen kommt er dann zu Bruno Soares. Und ja. Verdient es 1:1. Jetzt nochmal führt. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr lange laufen. Modrinski auf Stieber. Modrinski wieder. Verliert den Ball. Nochmal Stieber. Verliert dann auch wieder den Ball. Aber Stieber bleibt immer noch am Ball. Auf Kraus. Der Schiedsrichter möchte, glaube ich, nicht abpfeifen. Und so, jetzt nochmal eine Chance für Leverkusen. Für Düsseldorf. Wäre ein Dorsch gewesen, aber da pfeift der Schiedsrichter dann ab. Und so endet das Spiel 1:1. 76. Minute Stieber mit dem 1:0. Und dann der Ausgleich durch Bruno Soares. Und ja, hier sehen wir nochmal das Tor von Stieber, das ein Augenschmaus war. Sehr schöner Freistoß. Und hier dann den Ausgleich in der 90. Minute. Mehr gab es wirklich nicht zu sehen in dem Spiel. Zwei Situationen, die, naja, das ganze Spiel entschieden haben. Ausgeglichen, beide ein Schuss aufs Tor und insgesamt 2 Schüsse. Ja. So viel zu dem Spiel. Und ja. Hier wird sich dann 1:1 getrennt. Die Spielerbewertungen gucken wir uns auch an. Bester Spieler auf dem Feld war Stieber mit einer 7,0 Bewertung. Ansonsten Benchop bei Düsseldorf. Der Beste mit einer 6,9 Bewertung. Und die Torwerte beide eine ziemlich schlechte Bewertung. Okay. So viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Tschüss.